Ist es auch Ihnen immer ganz besonders wichtig, dass Ihr Team möglichst zu 100% ausgelastet ist und dass niemand rumsitzt und einfach Däumchen dreht? Warum das nicht die allerschlauste Art ist, Arbeit zu organisieren, das erfahren Sie gleich hier im Video. Gestern erreichte mich die Nachricht eines Zuschauers hier auf YouTube, der zu meinem Video Scrum vs. Kanban, zwei verschiedene agile Methoden im Vergleich, folgenden Kommentar gepostet hat. Schlecht erklärt, wenn, wie im Beispiel, die beiden To-Dos auf einen externen Zulieferer warten. Warum sollten dann die internen Ressourcen ausgeschöpft sein und kein dritter Task nachgezogen werden? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage deshalb, weil hier zwei Prinzipien aufeinanderstoßen. Das eine Prinzip ist das Prinzip der hohen Auslastung und das andere Prinzip ist das Prinzip der kurzen Durchlaufzeit. Schauen wir nochmal kurz in das Originalvideo hinein. Dann greift allerdings die Regel, dass der Work in Progress limitiert ist. Und wenn an diesen beiden Aufgaben nicht weitergearbeitet werden könnte, weil auf einen externen Zulieferer gewartet wird oder ähnliches, dann ist das letztendlich die Aufgabe, die erstmal gelöst werden muss, nämlich genau die Blockaden der einzelnen Tasks aufzulösen. Das Prinzip der hohen Auslastung ist in Unternehmen oft so tief verankert, dass wir es überhaupt nicht mehr hinterfragen. Das Prinzip besagt letztendlich, dass Mitarbeiter und Maschinen möglichst zu 100% ausgelastet werden sollen, weil man hat ja einmal dafür bezahlt und jetzt soll es möglichst auch verlustfrei umgesetzt werden. Die Idee dahinter ist letztendlich auch recht sinnvoll, weil sie besagt, dass ja möglichst günstig etwas produziert werden soll, was dann dem Kunden auch zunutze kommt. Das Prinzip der kurzen Durchlaufzeit auf der anderen Seite besagt, dass je kürzer die Zeit zwischen der Erstellung einer neuen Aufgabe, eines Tasks, einer User Story und der Implementierung beim Kunden ist, umso höher ist der Nutzen für diesen Kunden dort. Und schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen in die beiden Prinzipien rein, um auch zu erkennen, wo eigentlich die Fallstricke sind und wo die Konflikte zwischen diesen beiden Prinzipien auch liegen. Ich möchte Sie mal bitten, sich Folgendes vorzustellen für das Prinzip der möglichst hohen Auslastung. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind verunglückt und Sie brauchen einen Notarzt, der Sie versorgt. Und dieser Notarzt ist aber jetzt zurzeit leider völlig ausgebucht mit anderen Aufgaben, nämlich zu, sagen wir mal, 99%. Nach dem Prinzip der hohen Auslastung, wie wir es gerade betrachtet haben, sollte das ja möglichst gut sein. Ehrlich gesagt ist es das aber überhaupt nicht, weil sich, und das kann man mathematisch beweisen, weil sich in diesem Fall eine Schlange bildet vor dem Notarzt. Und diese Schlange ist bei einer Auslastung von 99% 100 Patienten lang. Das heißt, Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit sinkt dramatisch, einfach dadurch, dass dieser Arzt überlastet ist. Und genauso, nicht ganz so dramatisch natürlich, aber letztendlich genauso vom Prinzip her ist es auch in Unternehmen, die eine zu hohe Auslastung ihrer Teams und Mitarbeiter einfordern und dadurch die Durchführung, die Schlagkraft deutlich reduzieren und auch damit ihre Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich senken. Denn gerade in Bereichen, in denen ja eine möglichst hohe Innovation vonstatten gehen sollen, da ist es einfach sehr wichtig, möglichst schnell einen Benefit zu erzeugen für den Kunden. Und das ist letztendlich das zweite Prinzip, das Prinzip der kurzen Durchlaufzeit. Also nachdem ich weiß, was der Kunde eigentlich will, sollte das so schnell wie möglich durchgeführt werden. Und wenn ich jetzt etwas schnell durchführe, kann ich mehr von diesen Dingen durchführen, mehrere Tasks, mehrere User Stories und erzeuge dadurch einen sehr, sehr hohen Wert. Das sind letztendlich diese beiden Prinzipien, auf der einen Seite hohe Auslastung, auf der anderen Seite schnelle Durchlaufzeiten. Und jetzt kommen wir zu der ursprünglichen Fragestellung,
warum sollte man nicht, wenn ein externer Zulieferer nicht liefern kann, warum sollte man sich dann nicht die nächste Aufgabe nehmen als Teammitglied, um selber eine hohe Auslastung wieder zu bekommen? Das Hindernis, das Dilemma dabei bleibt letztendlich aber das gleiche. Ich lasse eine Aufgabe liegen, weil sie nicht fertiggestellt werden kann durch externe Zulieferer, auf die ich warte, fange etwas Neues an, erhöhe dadurch aber meinen Work in Progress wieder und verlangsame das System insgesamt. Und es ist in diesem Fall sehr viel sinnvoller, sich zu überlegen, was kann ich, was kann mein Team, was kann mein Unternehmen denn tun, um aus dem System rauszuspringen, um den Zulieferer in die gesamte Lieferkette mit einzubeziehen und dem Zulieferer zu helfen, ebenfalls schneller zu werden, ebenfalls diese Prinzipien anzuwenden, ebenfalls weg von der hohen Auslastung hin zu einer kurzen Durchlaufzeit zu kommen. Der ganze Gedanke zu Ende gedacht bedeutet letztendlich, bevor ich eine neue Aufgabe anfange, überlege ich erstmal, frag fünfmal warum, heißt es im Lean-Bereich, überlege ich erstmal, was sind die Gründe eigentlich dafür, dass die ganze Aufgabe nicht schnell genug vorwärts kommt. Und wenn man bei dieser Fragestellung irgendwann beim Lieferanten ankommt, beim Zulieferer, dann ist das eben die Stelle, an der gearbeitet werden muss und nicht einfach einen neuen Task ziehen. Das ist zwar sehr viel einfacher, das ist sehr, sehr viel schöner, man kriegt auch schnelle, kurzfristige Erfolge, aber letztendlich bleiben viele Aufgaben dann im Board hängen, der WIP erhöht sich, es wird das ganze System immer weiter verstopft, dadurch erhöhen sich die Durchlaufzeiten noch weiter, dadurch muss man noch eher neue Aufgaben ziehen und so entsteht auch hier ein Teufelskreis, den wir ja schon öfter betrachtet haben.